Jo Leute, was geht ab? Sehr herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute gibt's natürlich wieder unser Freundesystem. Es kam jetzt eine Woche kein Video, aber keine Angst, jetzt kommen wieder aktive Videos. Das kann ich euch 100% versprechen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt heute mit unserem Friend Manager an. Das heißt, dort werden wir die ganzen Friends managen. Die Friends managen, also die ganzen Freunde und alles. Ja, genau. So, Friends. Und dann machen wir natürlich wieder unseren, wie heißt denn das, Constructor, genau. Friend Manager. Der wurde jetzt nicht auto-generiert, weil ich das ausgeschaltet habe, glaube ich, bei Friends. Ja. Auf jeden Fall machen wir hier wieder unsere Main-Klasse rein. Übergeben die. Und dann können wir auch schon anfangen mit unserem Create-Table-Sachen. Beziehungsweise mit unserer MySQL-Sache. Also erstmal natürlich importieren. Und dann machen wir eine Methode, die nennen wir public void create tables. Hier können wir schon mal, also einmal unsere friends.getMySQL machen natürlich. Und dann updaten wir etwas. Und zwar sagen wir create table if not exists. Dann haben wir hier unseren Namen. Den nennen wir einfach cfriendsusers. Und hier sagen wir, einmal brauchen wir unseren Namen, den wollen wir gerne speichern. Dann haben wir natürlich auch noch unsere UUID, das ist natürlich klar. Dafür sagen wir einfach UUID, das hat ein Varchar von 64 ist es, genau. Dann haben wir einmal unsere FriendList. Dem übergeben wir eine Varchar von, sagen wir einfach mal 20.000. Das muss natürlich relativ groß sein, denn wenn da... Wir müssen natürlich UUID speichern, das ist natürlich klar. Und wenn der UUID 64 hat, das heißt, bei 20.000 können wir mal grob sagen, ja, bei 10 Freunden, okay, wir müssen es eigentlich viel höher machen, weil wenn wir jetzt rechnen würden, 10 mal 64, wären wir schon, ne, dann wären wir bei 640, oder? Eieiei. Das rechne ich jetzt direkt. So, 64 mal, sagen wir 10. Das sind 640, genau. Genau, ja, okay. Das heißt, wir könnten, wir rechnen dafür einfach 20.000 geteilt durch 64. Das heißt, wir könnten 312 Freunde haben bei 20.000. Das heißt, es reicht erstmal. Von daher, ja, das können wir einfach so lassen. So, dann haben wir unseren F-Request. Das ist ein Varchar. Nein, wir wollen das Farbschema nicht ändern. 20.000. Ja. Weil wir so krass sind, gehen wir jetzt in eine andere Zeile und schreiben da weiter. F-Request, das ist unser Boolean, ob man anschreiben kann, beziehungsweise, ja, wer einen überhaupt anschreiben, beziehungsweise eine Freundesanfrage senden kann. Wieso habe ich da ein Komma gemacht? Das sagen wir, das ist das ist ein Varchar. Da werden wir ein Boolean reinspeichern. Ich weiß, es gibt ein TinyInt. Ich mach's trotzdem damit. Es ist leichter, ich weiß, mit einem TinyInt, aber trotzdem. Ich habe mir das so angewöhnt. Ihr solltet es euch eigentlich nicht angewöhnen. Ich würde sagen, das ist eigentlich keine gute Idee, aber es macht keinen Unterschied, ob wir jetzt einen Varchar nehmen und da reinschreiben, true und false, oder ob wir was anderes nehmen und da schreiben, ob wir da direkt halt den Boolean haben. So, dann haben wir noch unser F-Switch. Ich schreibe jetzt einfach hier alles, was wir hier rein brauchen. Also alles, was sie brauchen, machen wir hier rein. Ich lasse es jetzt einfach mal ungefähr umkommentiert. Im Prinzip ist eigentlich alles, ja, selbstverständlich. Beziehungsweise selbsterklärend, meinte ich natürlich. Genau, F-Online, Varchar. Okay, eigentlich ist es nicht selbsterklärend, zumindest, aber ganz relativ viel ist selbsterklärend. Von daher, ja, ich werde es gleich nochmal sagen, was jetzt alles ist. So, die Frage ist natürlich, wie viel hat ein Servername? Ich weiß nicht genau, wie groß das sein kann. Ich glaube, es kann maximal das kann eigentlich unendlich sein, oder? Wir machen es einfach mal auf 50, den Servernamen. Und
Dann sollte es eigentlich ganz klappen. Ja, ich habe auf meinem zweiten PC natürlich mein anderes Ding. Ich könnte es natürlich auch nicht auswendig. Beziehungsweise ich könnte es schon, aber die Frage ist halt, ob ich mir das alles merken kann mit den ganzen Sachen, die wir brauchen. Am Ende müssen wir noch was hinzufügen. Und von daher mache ich es mir lieber auf meinen zweiten Bildschirm. Und dann wissen wir alle, beziehungsweise ich alles. Gut. Ganz einfach. Unsere Friendlist, da speichern wir die Friends. F-Request, da speichern wir die Request. F-Request, da ist es ein Boolean, da kann man an, ob man anfragen kann oder gar keine Anfragen haben kann. F-Jump ist, ob man zu einem springen kann oder nicht. F-Online ist, ob man Online-Nachrichten bekommt. F-Switch ist, ob man Server-Switch-Nachrichten bekommt. Nein, immer noch nicht. Server-Switch-Nachrichten. Deshalb, falls irgendein Spieler auf einen anderen Server geht, machen wir das natürlich und ja. P-Invite ist ein Int, das haben wir von 0 bis 2 und ja, da speichern wir einfach, von wem er eingeladen werden möchte in eine Party. Also von Freunden, von allen oder von gar keinem. Und ja. F-Connect ist dann, weil, wann er als letztes online gewesen ist. Dass wir dann am Ende mit Time-Millis die Zeit ermitteln können, das heißt die Tage und sowas ausgeben können. Und ja, das ist einfach unser Big Int. FC Online ist F-Currently Online. Also Friend currently online, das heißt, hier machen wir auch wieder Boolean rein. F-Server ist dann unser Server, wo man aktuell online ist. Und ja. Gut, ich würde sagen, wir fangen dann eigentlich direkt an. Und zwar machen wir direkt unsere Register Player Methode. So, wichtig ist, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, es gibt keinen Player, sondern einen Proxied Player. Ah ja, jetzt fängt das wieder an. Gut. Ich habe Methoden zum Checken, beziehungsweise die sind sozusagen so vorprogrammiert. Das heißt, da kann man abfragen, ob ne, was irgendwas schon existiert, ob und ein Objekt getten, was man dann zu irgendwas casten kann. Und ja. Genau deshalb werde ich das jetzt kopieren. Ihr werdet es wie immer in eure Dings haben. Also zum Download bekommen. Das ist ja klar. Sonst wäre das ja behindert, wenn ich das jetzt einfach so machen würde. Und ja. Hier haben wir jetzt unsere Methoden. Das Gute daran ist, wir müssen jetzt so unnötige Methoden einfach nicht mehr programmieren. Im Prinzip, ich kann das gerne nochmal erklären, wenn es irgendjemand nicht versteht, was hier jetzt genau steht oder was jetzt genau damit gemeint ist. Aber im Prinzip, wenn man sich mit MySQL auskennt, ist es eigentlich gar kein Problem mehr. Und ja, also wir haben hier eine access-player-Methode und zwar übergeben wir da einfach ein getUniqueID.toString. Und wenn diese nicht existiert, dann sagen wir friends.getMySQL.update und hier sagen wir einfach insert into cFriendsUsers. Da übergeben wir natürlich den Namen von oben und sagen hier, jetzt sagen wir einfach nur noch unsere Parameter, das heißt UUID, Name, F-List, F-Requests, F-Request, F-Jump, F-Online, F-Switch, P-Invite. Die ganzen Abkürzungen davor, beziehungsweise die Buchstaben davor, stehen für Friend natürlich und P steht dann natürlich für Party. Ist eigentlich, könnte man sich irgendwie ja, eigentlich denken. Dann haben wir unsere Values. Ich wollte natürlich hier hingehen und hier das machen. Genau. Und hier müssen wir das Ganze natürlich übergeben, ist ja klar. Hier sagen wir dann unser Player.getName. Dann haben wir einmal noch Player.getUniqueID.toString. Was haben wir noch? Dann haben wir noch unsere ganzen Werte. Und zwar haben wir einmal erstmal eine leere Sache. Die Requests sind natürlich auch leer. Hier sagen wir True. 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 Die Frage ist nur, wie viel True wir jetzt hier hinschreiben müssen. F-Request, Jump, Online, Switch. P-Invite ist dann auf 0. Genau.
0 heißt in dem Fall alle, 1 heißt Freunde und 2 heißt gar keiner. F-Connect ist, sagen wir dann einfach, beziehungsweise das ist ja relativ logisch. Ich weiß nicht, ob ihr das Ganze kennt. System.currentTimeRelease gibt uns ein Long zurück, deshalb haben wir oben auch ein Big End übergeben. Das ist einfach die Current Time, das heißt, was gerade für eine Zeit ist, das wird in so einer Sekundenzeit, beziehungsweise Millisekundenzeit gespeichert. Alles klar. Will der auch heute aufhören, das zu fragen, wenn ich schon fünfmal auf Nein gedrückt habe? Hier sagen wir, ich habe es andersrum gemacht. Scheiße. So, hier sagen wir, oh, hier natürlich ne, keine Leerzeichen. Hier, nee, oh mein Gott. Okay, das war jetzt natürlich sehr dumm von mir. Hier kommt Lobby rein. Das ist unser Server, da wo wir gerade online sind, beziehungsweise online waren. Also eventuell online waren. Und ja, also wie ich jetzt die ganze Serie geplant habe, wir werden das Ganze jetzt komplett fertig programmieren. Ich habe das Ganze auch schon fertig programmiert. Ich werde eventuell irgendwann Update, genau, eine IP posten unter irgendeinem Video. Oder das könnt ihr gerne mal schreiben, ob ihr das ganze System schon fertig sehen wollt. Das Partysystem ist noch nicht fertig. Aber das ist ja eigentlich das Einfachste, was es gibt, ein Partysystem. Okay, nicht ganz so einfach, aber es ist relativ einfach. Wenn man sich ein bisschen mit Programmieren auskennt und etwas länger dabei ist, dann ist es eigentlich einfach. Where UUID. Übrigens schreibe ich gerade hier, dass er automatisch den Namen wechselt. Beziehungsweise, falls er den Namen gewechselt hat. Beziehungsweise geändert hat, das kann man ja bei Minecraft jetzt irgendwie. Das habe ich auch schon einmal gemacht. Genau. Also, wenn der Name. Beziehungsweise, wir fragen gar nicht ab, ob der Name existiert. Das heißt, wenn wir den Spieler nie. Wenn der Spieler registriert ist. Hier ist ja not. Das heißt, der Spieler ist nicht registriert. Dann inserten wir was in unserem MySQL. Wenn der Spieler registriert ist, sagen wir einfach, wir setzen den Namen da, wo diese UUID von dem Spieler ist, einfach komplett neu. Das heißt. Wir haben das komplett direkt fertig. Eigentlich perfekt, oder? Wenn man so drüber nachdenkt. Genau. Jetzt machen wir einfach einen kleinen String, den nennen wir getFriendList. Wir werden jetzt nur noch die so Standardmethoden machen, die wir ein bisschen brauchen, also für die Friends und die Requests. Und ja. Dann sind wir auch mit der Folge durch. Aber natürlich, es wird jetzt drei. Ich glaube, ich habe das eben schon gesagt. Wobei, es kann auch sein, dass ich eben nicht gesagt habe. Aber, es wird jetzt. Ich versuche drei Videos pro Woche zu machen. Das wird jetzt eigentlich so gut wie es geht, also so schnell wie es geht, fertig bekommen. Weil das noch so, noch mal sowas wie 1 bis 1 habe ich auch keine Lust drauf. Das ist wieder 8 Jahre programmieren. Das macht euch ja eigentlich auch keinen Spaß. Ist ja eigentlich auch selbstverständlich, dass es keinen Spaß macht. Von daher, ja. So, String-Friend-List. Dann sagen wir hier jetzt einfach direkt get-friend-list-raw. Und hier haben wir natürlich den Namen schon perfekt übergeben. Unsere List importieren wir als Java-util-list. Das ist eigentlich schon klar. Dann haben wir eine to-return-array-list. Und hier sagen wir einfach if Klammer auf friendList.isEmpty, dann return wir to return. Und hier sagen wir einfach return to return. Und ja, was heißt dieses ganze empty jetzt? Empty heißt einfach, ob der String einfach leer ist. Das heißt, da ist einfach gar nichts drin. Der String ist einfach empty. Ist eigentlich irgendwie auch selbsterklärend, aber ja. Gut, dann splitten wir das Ganze bei einem Semikolon. Semikolon ist wichtig, weil wir werden unsere Friends so abspeichern. UUID 1, Semikolon, UUID 2, Semikolon, UUID 3, Semikolon. So werden wir das abspeichern. Dann können wir das perfekt auseinanderhalten. Deshalb splitten wir das jetzt Ganze bei einem Semikolon und sagen int for in i gleich 0, i kleiner als friends.length. I++
toReturn.add friends i und dann haben wir das Ganze auch schon. Gut, public int getFriends, das ist natürlich auch wichtig, dass wir wissen, wie viele Freunde der hat. Und ja, hier müssen wir das Ganze natürlich, wir könnten natürlich das Ganze jetzt so machen, dass wir das Ganze splitten. Aber, das heißt, wir können einfach hier diese Methode nehmen und dann die Sache .size, also wir könnten jetzt hier einfach sagen getFriendList.size return, aber meiner Meinung nach ist es besser, wenn wir es direkt hier machen, das Ganze heißt. Das heißt, wir splitten das, beziehungsweise haben wir jetzt schon, weil ich es kopiert habe. Und hier returnen wir einfach 0. Und die ArrayList können wir wegmachen. Und dann haben wir unsere GetFriends-Methode fertig. Das heißt, wir machen das gar nicht hier erst in ArrayList. Das heißt, wir machen gar keinen großen Speicher auf unserem Server. Wir benutzen den Speicher fast gar nicht. Weil mit einer ArrayList machen wir einen größeren Speicher, als würden wir einfach nur ein Int return, beziehungsweise einfach irgendwas splitten. Und ja. Hier ist natürlich klar, hier replacen wir das Ganze mit Request. F requests. Und hier natürlich auch noch rein. Wichtig ist, dass wir das Ganze jetzt hier, beziehungsweise wir müssen es nicht umbenennen. Request list. Rec.length. Okay. Hier sagen wir natürlich, wir get request list raw. Ist ja klar. Und hier sagen wir request und request. Und perfekt. So, dann haben wir unsere ganzen Methoden eigentlich schon fertig für die Request und unsere Friends. Beziehungsweise wir müssen jetzt nur noch das Ganze adden, aber das ist relativ einfach. Wir müssen einfach nur den String und dann etwas dazu hinzufügen. Und ja, ich würde sagen, für euch ist jetzt diese Aufgabe. Ich habe mir überlegt, wir machen das jetzt einfach mal so mit Aufgaben. Bis zum nächsten Mal gibt es die Aufgabe, dass ihr die Request also Request und Freunde Methode macht fürs Adden und fürs Removen. Ihr müsst einfach nur beim Adden den String plus und hinten natürlich ein Semikolon dran, also die UUID. Wichtig, UUID. Wir haben hier UUIDs, das heißt, wir können unseren Namen ändern und das ist von daher dann wichtig, dass wir das mit UUIDs machen. Und beim Remove ist natürlich klar, da müssen wir das Ganze replacen, und zwar die UUID mit einem Semikolon und dann einfach hinten zu einem leeren String. Ganz wichtig. Ich würde sagen, das war's dann für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr macht die Aufgabe fürs nächste Mal, weil es wird diese nicht zum Download geben. Das heißt, ihr könnt die nicht einfach runterladen euch. Und ja, dann würde ich sagen, war's es. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thinking about what my life would then be like. Go to LA and back all in one night. Trying to catch a flight, I'm just working for that jet life. I just wanna blow up in the limelight. Thinking about what my life would then be like. Go to LA and back all in one night. Trying to catch a flight, I'm just working for that jet life. See, I'm talking about a jet life. I be working for that jet life. Go to LA and back all in one night. Trying to catch a flight, working for that jet life.